Dear friends, the Netherlands, North Rhine-Westphalia and Belgium are the best of neighbors. In these tough times, we should stand in solidarity. Unfortunately, this means staying in one's home country, abiding by the rules, only crossing the border for essential travel. Not for fun, not to shop with friends and family. This is the only way to beat the virus. The better we follow these rules, the sooner we can meet again. Let's support each other by staying at home. Blijf thuis. Restez chez soi. Blijf zu Hause. Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, die Pandemie trifft uns hart, sowohl hier bei uns in Nordrhein-Westfalen als auch bei unseren Nachbarn in Belgien und den Niederlanden. Als gute Nachbarn stehen wir diese schwierige Zeit gemeinsam durch. Als Freunde stehen wir einander bei, wir sind solidarisch und wir bleiben es. Im Moment heißt Solidarität mit unseren Nachbarn und Freunden vor allem Zurückhaltung. Deswegen bitte ich Sie, gemeinsam mit meinem Kollegen Alexander Kroh, dem belgischen Ministerpräsidenten, und Mark Rutte, dem niederländischen Ministerpräsidenten, bleiben Sie zu Hause. Fahren Sie nicht zum Einkaufen nach Belgien. Tragen Sie das Virus nicht über die Grenze. Helfen Sie durch verantwortliches Verhalten mit, das Virus zu bekämpfen, damit wir bald wieder besseren Zeiten entgegensehen können. Thank you, bedankt, merci, danke. Wij Nederlanders gaan graag op bezoek bij onze buren in België en Duitsland. Natuurlijk vanwege de prachtige steden en dorpen, de mooie natuur en cultuur. En omdat je er vaak lekker kunt eten en fijn kunt winkelen. Maar de realiteit nu is dat niet alleen wij de grenzen oversteken, maar het virus ook. Daarom roep ik iedereen op. Ga echt alleen de grens over voor essentiële reizen. Niet om te shoppen, niet voor de fun. In tijden van corona moeten we als goede buren solidair zijn met elkaar. En in dit geval betekent dat helaas zoveel mogelijk thuis blijven. Dus samen met België en Duitsland doe ik een beroep op u. Restez chez soi. Blijf zu Hause. Blijf thuis.